Man könnte meinen, wir seien zu Gast in der argentinischen Pampa. Doch diese Lämmer brutzeln am Silbersee in der nordhessischen Schwalm. 3 Stunden zuvor. Die Grillmeister bereiten den Platz vor. Für so ein Festmahl, ein Asado, braucht es schon 3 geschickte Männer. Man nennt sie Asadores. Reinhard hat das Fest organisiert und die Oberaufsicht. Er ist in Argentinien aufgewachsen. Dieses Tier wird jetzt geöffnet, ja, und wird mit diesen Stangen hier aufgemacht. Und dann wird es hier an dieses Kreuz nicht genagelt, sondern mit einem Draht festgemacht. Das kommt hier. 2 hessische Lämmer gibt es, je 15 Kilo schwer, von einem Schäfer aus der Nähe. Müssten wir diese hier? Zum deutsch-argentinischen Familienfest ist auch Schwager Daniel aus Südamerika angereist. Es ist wichtig, dass der Brustkorb möglichst flach gedrückt wird. Das müssen wir aufmachen, damit die Hitze natürlich das garen kann. Wenn es zu ist, dann werden wir nur nicht den Innenraum garen können. Und das Ganze wird im Grunde nur einmal gedreht. Mhm. Das ist noch ein bisschen Zum Befestigen des Lamms braucht man handwerkliches Geschick. Das hat Thomas aus Frankfurt. Ja. So, wie beim Okay. Die Nierchen. Ja, die bleiben drin, die werden wir dann rausholen, bevor sie. Wer ist die? Ist ja, die werden wir anbieten. Also ich esse sie gerne, so gegrillte Nierchen. Nee. Desto weniger wir das Tier verletzen bei dieser Aktion, desto besser ist es, weil wenn es dann gar ist, dann zerfällt es mehr und das wollen wir ja nicht. Das ist natürlich nicht typisch argentinisch. Jetzt wird das Lamm gewürzt mit Himalaya-Salz und... Und das aber ist argentinisch. Das nennt man Chimichurri. Aha. Ist ein... Was ist das? Fett, Essig, mehrere Gewürze, Zwiebel. Aber frag mal meine Schwester Helga, die hat das gemacht und die hat das auch das Rezept. Die Asadores reiben das Fleisch zunächst mit dem Salz ein. Nee, Himalaya. Nee, hier nicht so viel. hier, da wo Fleisch ist. Dann kommt die Soße. Ist das scharf? Ist Ajo y Agua. Das ist Chimichurri? Probier's gleich mal. Frag mal die Helga nach. Sehr viel Knoblauch. Die soll mal kommen und dann erzählt sie das hier vor dem Fernsehen. Endlich ist Schwester Helga da. Sie hat ihr Rezept vor Jahrzehnten von einer Indianerin auf einer argentinischen Estancia bekommen. Zwiebel, Knoblauch, Oregano, Salz, Pfeffer und Heißwasser drauf. Und heißes Wasser. Und das wird dann nicht gekocht, sondern nur drauf gegossen? Nein, das kochende Wasser macht, dass die Zwiebeln und der Knoblauch den guten Saft rauslassen, aber weich sind dann. Ach so, da ist jetzt gar kein Öl oder sowas drin? Nein. Öl ist wirklich nicht nötig. Am Lamm ist genug Fett dran. Jetzt wieder. Hier kommt Salz hin, da und hier. Ja. Thomas bohrt ein Loch für das Metallgestell, an dem das Lamm befestigt ist. Ab geht's ins Loch rein. Ja, das ist das Problem, weil es nicht tief genug ist. Aldo ist vorsichtig, nicht? Er will seine Finger da nicht rein und ich will es auch nicht rein. Asado ist der große Fest mit dem Fleisch. Mhm. Und zum Asado gibt es Lamm, aber auch natürlich normalerweise immer Rind. Ja? Mhm. Auch die Rinder werden ähnlicherweise, also nicht das gesamte Rind, aber Teile der Rinde werden auch so am Feuer gemacht. So ein bisschen Papier oder irgendwas. Für das Feuer ist Daniel zuständig. Er kriegt es immer sofort an. In der Pampa gibt es kein Holz, nur kleines trockenes Gestrüpp, das die Gauchos für ihr Asado sammeln. Aber es dauert jetzt noch? 3 Stunden, 2,5 bis 3. Das kann man ein bisschen steuern, aber wir haben Zeit. Desto langsamer du es machst, desto besser ist es natürlich. Ja. Mhm. Die Gefahr ist, wenn es einmal verbrannt ist, dann wenn es zu spät. Dann kann man es nicht mehr rückgängig machen. Ne?
Während das erste Lamm schon brutzelt, wird es dreieinhalb das zweite. So werden sie schön nacheinander gar. Wir rechnen 1 Kilo, 1,5 Kilo pro Mensch. Mit Knochen. Und wieder schlägt Thomas den Asador tief in die Erde. Asador, so heißt auch das Metallgestell, an dem die Lämmer befestigt sind. Und jetzt heißt es warten, schwätzen und trinken, aber dabei das Feuer nicht aus den Augen lassen. Die sollen hier den Schinken lecken. So, ganz knapp. Schauen, ja, dass diese Hitze alles schön gleichmäßig. Und immer mit der Hand? Ja, sicher mit der Hand. Kannst du natürlich am besten fühlen. Ja, das Ganze wird gesteuert mit dem Feuer, ja, mit, wie weit das Feuer vom Lamm ist. Mhm. Und da ganz unten, da ist ein bisschen Glut. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist die Flamme. Die Flamme, der Hauptteil des Lamms sind ja die Schenkel oben. Ja. Mhm. Und die sind jetzt da oben. Und die müssen also am längsten. Am schnellsten werden die Nierchen fertig sein. Am großen Feuer wird allen warm, auch dem Asador. Und dann? Gut, das zweite wird zuerst fertig. Aha. Ja gut, das ist halt mal so, weil der Wind halt so steht. Hopp. Deshalb wird Lamm Nummer 2 auch zuerst umgedreht, damit die Rückseite knusprig wird. So. So ist besser. Die Innenseite ist schön gebräunt und die Nieren sind gar. Das ist Rignone, Niere. Niere, die bekomme ich, weil ich nur eine habe. Das ist doch wahr, ich habe nur eine. Und wo ist der Kopf jetzt, oder was? Nee, das ist auch die Niere, oder? Aber sind die fett, die Nieren, hä? Na, das Fett nimmt man weg. Das ist etwas Spezielles, Nina. Schmeckt es gut? Ja. Hast du noch nie probiert? Nein. Danilo Fauscar. Das ist ein komisches Chimichurri. Ja. Oregano, da fehlt was Grünes. Darf ich? Ja. Nein? Kannst du hier rausmachen. Und? Toll. Exzellente. Unglaublich gut. In Argentinien gelten alle Innereien als besondere Delikatesse. Schon ist es Zeit, das andere Lamm umzudrehen. Der erfahrene Asador hat den richtigen Zeitpunkt im Gefühl. Aber er muss vorsichtig sein. Asador? Está perdiendo la paciencia y lo está apurando un poco al asado. Es wird ihm zu lang. Er verliert die Geduld und führt zu viel Feuer dran. Dann schmeckt es nicht mehr so gut. Reinhards andere Schwester Dagi wohnt in Argentinien und kennt sich aus mit Asados. Asador ist das Kreuz, an welchem das Lamm vor dem Feuer zu etwas fantastisch Schmackhaftem wird. Den Ursprung dieses Instrumentes konnten wir in der weiten und grünen argentinischen Pampa und vor allem in dem leeren, unendlichen Patagonien finden. Dort, vor etwa 200 Jahren, waren die Gauchos zu Hause, zu Pferd, mit nur dem Minimalsten, aber nie ohne ihren Facón und Mate. In dieser Umgebung kann man sich vorstellen, dass das notwendigste Essen zum Überleben nur ein auf einem Stock aufgespießten Stück Fleisch an einem offenen Feuer gebraten war. Eines bleibt sich noch heute gleich. Jemand, der Fleisch, Eisen und Feuer verbindet, um es in ein schmackhaftes Mahl zu vereinen. Ist dieser Mensch ein Koch? Oh nein, nein. Obwohl es vielleicht nicht logisch klingt, derjenige, der das Fleisch vom Asador zubereitet, heißt genau wie das Kreuz, Asador. Der beste Teil des Abends naht, für die Asadores und für die Gäste. Wartet ihr schon hier? Habt ihr schon Hunger? Ja, wir haben Hunger. Wir wollen auf das beste Stück wollen wir hier harren. Welches ist das Beste? Da haben wir gesagt, das Rippchen. Wer möchte die Rippen haben? Das ist kross, das ist also wenig Fleisch, ist viel zu knabbern.
Wer möchte Rippen haben, kommt mit einem Teller hierher. Und jetzt heißt es nicht reden, sondern genießen. Je kräftiger die Chimichurri ist und je öfter sie aufgetragen wird, desto würziger sind das Fleisch und die krosse Haut. Und ist perfekt auf den Punkt, oder? Ja. Ist es? Ja? Hallo. Ach, Wahnsinn. Sieht irre aus, ja. Wow. Rippchen und dabei noch das andere Fleisch, ganz knusprig und nur für eine Person. Ist das deine Person? Kalte Haut, ja? Es gibt noch Salat und Brot dazu, aber die meisten knabbern erstmal nur an den Rippchen. So. Jetzt kommt das Richtige. Wer möchte richtiges Fleisch haben? Ein so perfektes Lamm wissen die Kenner zu schätzen. Unseren Asadores, unseren beiden hier einen ganz, ganz großen Beifall und Dankeschön sagen. Perfekt habt ihr das gemacht. Einfach nur super. Die Keulen sind natürlich eine besondere Delikatesse und perfekt gelungen. Man kann das Fleisch archaisch abnagen oder vornehm im Brötchen essen, wie Aldo. Wie hat es denn geschmeckt? Salut, riquissimo. Das erste ist gegessen. Und was hattest du für ein Gefühl und was haben die Leute gesagt? Ja, ich habe bisher nur begeisterte Echo bekommen und ich fand das auch sehr, sehr gut. Das Fleisch war genau richtig, kross und innen noch so ein ganz leichtes rötliche Farbe. Und ja, es war gelungen. Ich kann sagen, gut. Aber da war doch noch was mit der Chimichurri. Das ist aber ein Pseudo-Chimichurri, das ist kein richtiges. Alter. Bestimmt deine Schwester. Ich weiß auch nicht. Bei solchen Rezeptdiskussionen hält sich der Bruder lieber raus. Wie macht es denn Dagmar? Also, Knoblauch klein geschnippelt, Zwiebeln, viel Oregano, viel Petersilie, alles klein geschnippelt. Ají molido, das ist Paprika, klein und Paprika gemahlen. Ganz rotes, ein bisschen scharfes. Und dann kommt ein Schubs kochend Wasser drauf, Öl und Essig. Aha. Dann wird das schön durchgeschüttelt, aber nicht so viel Wasser wie hier. Es muss ein bisschen dicklich sein. Den Hunden ist das egal. Die fressen die Knochen sowieso ohne Soße. Inzwischen hat die Festgesellschaft auch das zweite Lamm verspeist, bis auf ein paar Reste, die auch ihre Abnehmer finden werden. Das hessische Asado habe geschmeckt wie bei ihnen zu Hause, sagen die argentinischen Gäste. Und die müssen es ja wissen.